Hallo miteinander, mega cool, habt ihr wieder eingeschaltet. Das ist der Michi, ich bin der Mirko und wir freuen uns, heute mit dir Gottesdienst zu feiern. Ganz besonders freuen wir uns darauf, dass heute der Joel Meyer die neue Predigtserie Game Changer wird starten. Vorher wollen wir aber zusammen in Worship gehen und darum gehen wir jetzt weiter in die Worship-Stube. Midnight has fallen. When fear is calm, as still you're calling me. When faith is lost, then my hope exhausted, and you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Like an echo, your love is holding on, and it won't let go. I feel it freaking out like an echo. Promises to me. Now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up. You won't give up for me. You won't give up for me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. An echo in my Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Ja,
Vater, ich danke dir vielmals, dass du da bist für deine Gegenwart. Wir möchten dich erheben, wir möchten dich groß machen. Deine Liebe geht über alles und danke, dass du uns so sehr liebst. Egal wie wir sind, egal was wir machen, wir dürfen wissen, dass deine Liebe grösser ist und stärker ist und dass du alles für uns gegeben hast und für das wollen wir dir einfach Danke sagen. Shadow, you wanna light up. Mountain, you wanna climb.
Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. All His love for me, all His love for me. Oh, the sun sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Oh, the sun sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child. You are for me, not
für einen guten Gott dürfen wir haben und wir dürfen seine Kinder sein. Und wir geben jetzt weiter in die Predigerstube heute mit dem Joel Meyer. So gut bist du dabei bei unserer neuen Serie Game Changer. Ich bete dafür, dass wir nicht nur über das reden, Game Changer, sondern dass es in deinem Leben wirklich etwas verändert. Es geht in dieser Serie um das Thema Jüngerschaft. Jüngerschaft also nicht, wie man jünger werden kann. Nein, es geht um ein frommes Wort. Das Wort Jüngerschaft heisst so viel wie ein Schüler oder ein Anhänger von etwas ziehen. Also wenn du daheim alles so verstaut hast, so wie Maria Kondo das sagt, dann bist du eigentlich ein Maria Kondo-Jünger. Oder wenn du nicht weißt, wer das ist und du aber gerne Fußball schaust und du voll an Pep Guardiola Fußballphilosophie glaubst und dein Team auch so trainierst, dann bist du eigentlich so ein bisschen wie ein kleiner Pep Guardiola-Jünger. In der Bibel wird das Wort Jünger verwendet für die Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Das sind zuerst mal 12 Männer, die Jesus selber ausgesucht hat. Später waren es dann auch andere Männer und Frauen. Und nach seiner Auferstehung hat dann Jesus seinen Jüngern gesagt, sie sollen wieder andere Leute suchen und sie zu Jüngern machen. Das klingt ein bisschen abstrakt und wenn du nicht so irgendwie im christlichen Glauben voll irgendwie das Ding ist, dann klingt das ein bisschen sektenmässig, oder? Und ich wollte euch das Thema ein bisschen näher bringen, indem ich das mit eines meiner Hobbys vergleiche. Ich bin nämlich im Schweizerischen Alpenclub dabei. Und das ist der SAC. Und ich habe euch den Mitgliederausweis mitgebracht. Es ist voll Bünzli, ich weiss. Ich heiße auch Meier und bin im Alpenclub absolut ein Bünzli. Auch wenn du mich abschreibst, so gut, dass du mir gleich zuhören tust. Auf jeden Fall beweist der Ausweis etwas. Nämlich, dass ich zum SAC dazugehöre. Man kommt jedes Jahr neu zugeschickt über. Und ich weiss, ich gehöre zu diesem Verein dazu. Das bringt nicht so viel, aber ein paar Vorteile hat es schon. Man kommt jeden Monat ein Heftchen über, wo so spannende Artikel drin hat, über Berge, Touren, Vorschläge und so. Dann kann man günstiger in der SAC-Hütte übernachten. Es kostet etwa 100 Franken im Jahr. Und sonst bringt es auch nicht so viel. Das Beste ist eigentlich, dass du in der lokalen Sektion, wo du dabei bist, kannst an Touren teilnehmen, die sie organisieren.
Was der Ausweis nicht beweist, ist, ob ich ein guter Bergsteiger bin oder nicht. Ich meine, es kann ja eigentlich jeder beitreten, der will. Also wenn du noch nie in den Bergen warst, aber du willst beitreten, kannst du das machen. Es kostet etwa 100 Stutz im Jahr. Und ich bin überzeugt, es gibt wahrscheinlich auch viele Sympathisanten, die einfach dabei sind, aber selber überhaupt nie zu Berg gehen. Wenn du das Matterhorn besteigen willst, dann bringt dir der Ausweis auch nicht so viel. Das Matterhorn ist nicht beeindruckt durch den Ausweis und nur weil du da dazugehörst, kannst du nicht bergsteigen. Ich glaube, mit Jesus und dem Jüngersein von Jesus ist es so ganz ähnlich. Wenn du dich entschieden hast, zu einem Christ zu werden, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann gehörst du zu einem neuen Verein dazu. Die Bibel nennt das Reich Gottes oder die Familie Gottes. Das bringt dir wirklich gute Vorteile, viel besser wie der SAC. Zum Beispiel bringt dir das den Vorteil, dass dir deine Sünden vergeben worden sind. Es bringt dir den Vorteil, dass du ein ewiges Leben geschenkt bekommst. Es bringt dir auch den Vorteil, dass du eine Beziehung kannst haben mit dem Gott von dieser Welt, dem Schöpfer, der alles gemacht hat. Wenn du noch nicht an Jesus glaubst, wenn du noch nicht zu dem frommen Verein dazugehörst, dann überleg dir das gut, ob du das wirklich willst. Beziehungsweise nicht willst. Der Vorteil von dem, zu Jesus dazuzugehören, überwiegt bei weitem. Wenn du jetzt die Entscheidung für Jesus getroffen hast, wenn du in diesem Verein dabei bist, wenn du zum Beispiel in einer Kirche auch dazugehörst, dann sagt das aber noch nichts über das aus, ob du wirklich so lebst wie Jesus. Man würde es eigentlich erwarten, aber es ist nicht automatisch. Wenn du in eine lokale Sektion gehst, vom SAC, dann gehst du ja schon in der Erwartung, dass da Bergsteiger sind, weil du bist ja im SAC-Club dabei. Wenn du in eine Kirche gehst, dann hast du auch die Erwartung, dass da Christen sind, die so leben wie Christus. Von dort kommt auch der Name. Aber es ist nicht automatisch. So zu lernen, wie Jesus gelebt hat, das heisst Jüngerschaft. Im Griechischen heisst das Wort Jünger Mathetes. Das Wort heisst auch Schüler. Und es kommt vom Wort Lernen. Also einer, der lernt, jemand, der etwas von jemand anderem lernt, ist ein Jünger. Wenn dein Kollege also voll gut kann skaten und du auch lernen skaten, dann kannst du sein Jünger werden. Also wenn er dir einfach zeigt, wie es geht mit den Tricks und wie du auf dem Skateboard stehst, dann bist du eigentlich so ein bisschen wie sein Jünger. Ein Jünger von Jesus zu sein, heisst darum einfach, von Jesus willen zu lernen. So viel wie möglich. Bergsport, glaube ich, ist darum ein guter Vergleich mit Jüngerschaft, weil man das nicht allein lernen kann. Du kannst Bergsport auch nicht auf YouTube lernen und du kannst es auch nicht bei dir daheim in der Stube lernen. Man muss es von jemand anderem lernen. Jemand muss dir zeigen, wie das geht. Er muss dir zeigen, wie man sich anseilt, wie man sich auf dem Gletscher verhält, wie man sich abseilt. Das sind Sachen, die du von jemandem lernen musst, der das schon kann. Wenn ich also einen besseren Bergsportler lernen will, und das ist eines meiner Lebensziele, das ich kann, dann weiss ich muss mit Leuten unterwegs sein, die besser sind als ich. Die sich besser auskennen in den Bergen, die das schon länger machen, die mehr Erfahrung haben, die bessere Bergsteiger sind als ich. Und wenn ich mit ihnen unterwegs bin, dann lerne ich dazu. Dann lerne ich automatisch, wie sie es machen, ich höre ihnen zu und ich bin so ein bisschen wie ihre Jünger, auch wenn man das natürlich in diesem Kontext nicht sagen würde. Bei Jesus ist das auch so gegangen. Zwei junge Männer, die so Interesse an Jesus hatten, hatten eines Tages die Chance von ihrem Leben gehabt. Jesus ist bei ihnen vorbeigekommen und es klingt ein bisschen random, aber die Bibel erzählt uns, was dann passiert ist. Und wir lesen das miteinander aus Matthäus 4, ab dem Vers 18. Wo Jesus am See von Galiläa entlang gegangen ist, hat er zwei Fischer gesehen, die auf dem See ihr Netz ausgeworfen haben. Es waren zwei Brüder, der Simon, der auch Petrus genannt worden ist, und Andreas. Jesus hat zu ihnen gesagt, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zum Menschenfischer machen. Sofort haben sie ihre Netze liegen lassen und sind ihm gefolgt. Das ist nicht die erste Begegnung zwischen Jesus und dem Petrus und dem Andreas, aber es ist die entscheidende Begegnung. Jesus ist auf sie zugegangen und hat ihnen gesagt, hey Jungs, ich will euch zeigen, wie man fischen kann.
Nicht Fisch fischen, aber Menschen fischen. Und was ist denn passiert? Die zwei Jünger, der Petrus und Andreas, haben die nächsten 3 Jahre mit Jesus verbracht. Sie haben auch ihr gewohntes Umfeld hinter sich gelassen und sie haben sich entschieden, mit Jesus jetzt unterwegs zu ziehen. Sie haben von ihm alles gelernt, was sie können. Sie haben gelernt, andere Menschen bedingungslos zu lieben. Sie haben gelernt, wie Gott ist von ihm. Sie haben gelernt zu beten. Sie haben gelernt, schwierige Sachen durchzustehen. Sie haben gelernt, wie man anderen vergeben kann, wie man sich im Team verhält, wie man Glauben tut, wie man Predigen tut und noch viel, viel mehr. Sie haben einfach all das gelernt, was sie von Jesus haben können. Und dann ganz am Schluss, nach diesen etwa 3 oder 3,5 Jahren mit Jesus, nach der Auferstehung von Jesus, hat Jesus ihnen einen Auftrag gegeben. Und wir lesen den miteinander aus dem Matthäus-Evangelium im Kapitel 28, ab Vers 18. Da steht, Jesus ist auf sie zugetreten und hat gesagt, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht hin zu allen Völkern und macht Menschen zu meinen Jüngern. Taufen sie auf den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist und lehren sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid euch gewiss, ich bin jeden Tag mit euch bis zum Ende der Welt. Hey, für die Jünger von Jesus war klar, was der Auftrag bedeutet. Sie haben es ja von Jesus gelernt. Sie haben gewusst, was es heisst, andere Menschen zu Jünger zu machen. Wenn du selber also willst, ein Jünger von Jesus werden, dann ist ja die Frage, wie kannst jetzt du das ganz praktisch machen? Jesus ist ja jetzt im Himmel und kann dir es nicht so direkt zeigen, wie er das Petrus oder Andreas gemacht hat. Und wenn du ein bisschen mitdenkst, hast du dann ist die Antwort eigentlich klar. Lern von anderen, die Jesus besser kennen als du. Häng mit ihnen ab, wird ihre Freunde. Verbring Zeit mit ihnen, quetsch sie aus, beobachte sie, lerne von ihnen zu beten, zu glauben und noch ganz viel mehr. Die Entscheidung, an Jesus zu glauben, die kannst du ganz allein treffen. Für dich, auf deinen Knien, vor deinem Bett, persönlich du und Gott. Jüngerschaft kannst du aber nicht allein lernen. Jüngerschaft kannst du auch nicht auf YouTube lernen. Und Jüngerschaft kannst du auch nicht nur in deiner Stube lernen. Man kann Jüngerschaft nur von anderen Leuten lernen. Drum und nur drum haben wir Small Groups bei uns in der Kirche. Das ist der Ort bei uns in der Kirche, wo Jüngerschaft gelebt wird und passiert. Das Ziel von jeder Small Group ist es, dass du zu einem Jünger von Jesus werden kannst. Dass du von anderen lernen kannst, dass du mit Leuten connecten kannst, die mehr Erfahrung haben wie du, wo Gott besser kennen wie du, wo dir ein paar Schritte voraus sind und wo dir helfen können, dort wo du stehst, um einen Schritt weiterzukommen. Der wichtigste Schritt, wenn du ein Jünger werden willst, ist es, Teil von einer Small Group zu werden. Gib dich nicht zufrieden einfach mit Mitgliedschaft im Reich Gottes, sondern lerne auch so zu leben wie Jesus. Wird ein Jünger von Jesus. Wenn du schon in einer Small Group dabei bist, hey, dann vertieft Beziehungen in deiner Small Group. Lern die kennen aus deiner Small Group, die weiter sind wie du, die Jesus besser kennen wie du, wo das, was du gerne würdest, schon selbstverständlich leben. Verbring Zeit mit ihnen, triff dich auch mal mit ihnen, nebst der Small Group, und du sie beobachten, red mit ihnen, bet mit ihnen, und du sie beobachten. Und versuch, so viel wie du kannst, von ihnen zu lernen. Und such dir in deiner Small Group auch Leute, die noch nicht so weit sind wie du. Die nicht wissen, wie beten. Die sich vielleicht noch nie getraut haben, in der Small Group zu beten, weil sie nicht wissen, wie das geht. Die Mühe haben zum Bibel lesen, weil sie es langweilig finden und einfach keinen Bezug dazu finden. Wenn für dich das voll einfach ist, dann hast du etwas zum Weitergeben. Teil du das und du wirst ein mega Segen sein für andere. Wird selber auch zu einem Jünger machen, so wie das die Jünger selber von Jesus auch gemacht haben, so wie der Petrus das gemacht hat und Andreas das gemacht hat. Behalte deinen Glauben und alles, was du schon gelernt hast, nicht für dich, sondern teile das mit anderen.
Vielleicht kennst du auch niemanden, der in eine Frage kommt, als jemand, der von dir etwas lernen kann. Ich habe also ein paar Tipps, die dir zeigen können. Es könnten die Leute sein, die Gott möchte, dass du ihnen kannst zeigen, was es heisst, ein Jünger zu sein. Frag dich mal, wer schreibt mir am meisten auf WhatsApp? Welche Leute stellen mir am meisten Fragen? Wer will immer neben mir sitzen? Wer ist die Person, die einfach so random, auch wenn ich sie nicht gefragt habe, plötzlich um mich herum steht, wenn man etwas macht? Du beten und Gott fragen, Gott, wer könnten so Leute sein in meinem Umfeld, wo ich ihnen etwas weitergeben kann? Und ich bin mir sicher, Gott wird dir Leute aufs Herz geben, wird dir Leute zeigen im Umfeld, wo du mega kannst prägen und auch kannst ihnen helfen, zu einem Jünger von Jesus zu werden. Jünger werden tönt ja so fromm, oder? Und es tönt so nach einem krassen Auftrag, aber eigentlich ist es einfach ganz einfach. Das heisst, miteinander abzuhängen, Zeit miteinander zu verbringen, Beziehung mit Gott auch nicht für sich selber zu behalten, sondern wenn du mit deinen Kollegen einen Abend lang gegamed hast, zu sagen, komm, wir beten noch miteinander. Das heisst, dann, wenn du miteinander ins Kaffee gegangen bist in der Stadt, nicht nur über die Männer zu reden, wo du vielleicht irgendwo einen Blick bekommen hast und so, sondern auch über Gott zu reden. Es heisst, einfach, dass dein Glaube, der ja ein Teil von deinem Leben ist, auch mit anderen Leuten teilen. Und das kann mega natürlich passieren. Es muss nicht so voll komisch passieren, wenn alle irgendwie im Gebäude sind, auf unseren Kirchen, oder wenn du auf den Knien am Bett bist. Das kannst du auch in einem ganz normalen Setting kannst das leben. Und ich wollte ein bisschen eine Warnung aussprechen für die, die so meinen, sie seien geistlich voll reif. Es kommt nie und wirklich nie im Leben von einem Christen ein Moment, wo du so geistlich reif bist, dass du nicht mehr musst mit anderen abhängen, die nicht so reif sind wie du. Wo du so elitär wirst, wo du kein SG mehr brauchst. Der Moment kommt nie. Jesus selber, der ja offensichtlich einiges reifer ist als wir alle, hat sich entschieden, die entscheidendsten 3,5 Jahre von seinem Leben einfach mit 12 Jungs abzuhängen, die total unreif waren. Und wenn Jesus die Entscheidung getroffen hat, um sich so in andere Leute zu investieren, um so diesen Männern zu helfen, zu jünger zu werden, dann wer bist du, um das Gefühl zu haben, du brauchst das nicht? Wenn du mehr wie Jesus werden willst, dann lebe auch den Auftrag von Jünger machen, genauso wie er das gemacht hat. Ich bin ganz fest überzeugt, es gibt keine größere Berufung als das. Es gibt nichts Höheres, es gibt nichts Geistlicheres, nichts Reiferes, als einfach das Sinnglauben, das, was du selber gelernt hast, von Jesus mit anderen Leuten zu teilen. Weißt du, welche sind die peinlichsten Leute in den Bergen? Es sind die Leute, die absolut top ausgerüstet sind, die alle Heftchen gelesen haben, die Mitglieder in allen Vereinen sind, aber nicht wissen, wie Bergsport geht. Die keinen Fuß vor den anderen bringen. Weißt du, welche sind die besten Leute in den Bergen? Es sind Bergführer. Es sind die, die ihr Wissen und ihre Erfahrung nicht für sich behalten, sondern mit anderen Leuten teilen. Und wo anderen, die gefährlich unterwegs sind, helfen tun, dass sie sicher in den Bergen unterwegs sein können. Ich glaube, die peinlichsten Christen sind die, die sich Christen nennen, aber nicht so leben, wie es zu Jesus passt. Sie versuchen, Christ zu sein, ohne Jünger zu sein, und das passt einfach nicht zusammen. Sie machen sich selber und sie machen ihren Glauben unglaubwürdig. Ich möchte dich ermutigen, dass du in den nächsten Wochen zwei Sachen machst. Ich möchte dich ermutigen, dass du dir ganz bewusst vornimmst, mit einer Person abzumachen, in echt oder per Telefon oder per Zoom, wie auch immer dir das am liebsten ist, wo du weißt, diese Person ist mir ein Vorbild im Glauben. Von dieser Person kann ich viel lernen. Und wenn dich mit dieser Person triffst, dann tu nicht einfach nur selber schwätzen, sondern los zu. Versuch zu lernen. Versuch etwas mitzunehmen für dich persönlich
wo du weißt, wenn ich das auch so machen würde, dann würde ich einen Schritt weiterkommen. Und das Zweite ist das Umgekehrte. Triff dich mit einer Person, wo du weißt, die orientiert sich an mir, die stellt mir die Fragen. Und wenn du dich mit dieser Person triffst, dann musst du nicht dir einen Druck machen und sagen, hey, hallo, also ich bin jetzt dein Pastor, ich bin jetzt dein Jüngermacher, ich würde es gerne mit dir ein bisschen Jüngerschaft machen. Bitte sag das nicht, das klingt wirklich komisch. Und sehr, also ich weiß nicht, wenn mir das jemand würde sagen, ich würde nicht mit dieser Person abhängen. Aber wenn du mit dieser Person zusammen bist, dann mach einfach etwas, was du sonst auch wirst. Red mit dieser Person, lerne sie kennen, lass zu, du für die Person beten und du wirst merken, dass auch Fragen zu deinem Glauben ganz automatisch kommen. Du wirst merken, wie vielleicht nicht im ersten Treffen, aber mit der Zeit auch die wirklich persönlichen Themen führen kommen. Und du wirst plötzlich merken, dass du anderen hilfst, ein Jünger von Jesus zu werden und du wirst merken, wie einfach das ist. Triff dich mit einer Person, die schon weiter ist wie du, die für dich ein Vorbild ist. Und triff dich auch mit einer Person, wo du weißt, für diese Person bin ich ihr Vorbild. Wenn du das machst, dann lebst du Jüngerschaft. Dann bist du nicht nur selber ein Jünger von Jesus, sondern du machst auch andere zu einem Jünger von Jesus. Lass uns zum Schluss miteinander beten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dir nicht schade gewesen bist, um einfach die Zeit auf dieser Erde, die du gehabt hast, mit 12 einfachen Männern abzuhängen. Und die Zeit mit ihnen zu verbringen und ihnen alles zu zeigen, was für sie wichtig ist. Und Jesus, wir sind dir selber dankbar für die Leute, die du uns ins Umfeld gestellt hast, die das Gleiche mit uns machen. Die uns zeigen, was es heisst, ein Jünger zu sein. Die uns helfen, um so zu leben, wie du das gemacht hast, Jesus. Und wir möchten diese Personen segnen, wir möchten sie ehren, wir möchten sie achten und wir möchten so viel wie wir können, auch in den nächsten Wochen und Monaten von ihnen lernen. Und wir danken dir, Jesus, dass das, was du uns geschenkt hast, du nicht willst, dass wir es für uns behalten, sondern dass wir das wieder weitergeben an andere. Und schenk jedem von uns, der jetzt dieser Predigt zuhört, so einen Gedanken, wer könnten diese Personen bei mir sein? Welche sind die vielleicht Schulkollegen oder Arbeitskollegen, die noch nichts von dir wissen, wo ich ihnen zeigen kann, wer das du bist, Jesus. Und ich ihnen zeigen kann, was es heisst, wirklich mit Jesus unterwegs zu sein. Und wo ich ihnen auch zeigen kann, dass Jüngerschaft nicht etwas mega abgespaced ist, sondern etwas ist, wo unser Leben absolut zum Positiven verändert tut. Amen. Hey, wenn du dabei bist in dieser Woche und du etwas Cooles erlebt hast, dann lass uns doch das wissen. Wir würden so gerne, wenn du das willst, eine Story von dir vielleicht teilen. Wir würden gerne für dich beten, wenn du eine Herausforderung hast. Wir lassen dich nicht alleine in dieser Herausforderung drin, sondern wir sind miteinander unterwegs. Du bist nicht allein und wir freuen uns, von euch etwas zu hören. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss miteinander. Hey, danke vielmals Joel für die inspirierende Message. Lassen wir uns doch gemeinsam bewusst auf das achten die kommende Woche, dass wir die Punkte aktiv umsetzen können in unserem Leben. Wir haben jetzt noch ein paar Infos für euch. Yes, ey, die erste Info ist mega genial und zwar geht es für den Uptown. Wir machen ein Uptown-Special, wo wir uns im Zoom treffen und zwar für eine Escape Room Quest. Also es ist mega genial, das darf ihr auf keinen Fall verpassen. Wow, ey, das klingt mega gut. Nächsten Freitag geht es bei uns weiter zum Thema Jüngerschaft heisst Nachfolge und wir freuen uns mega zum ersten Mal vom Alex Sager zu hören. Yes, so gut. Hey, das wär's auch schon gewesen vom heutigen Gottesdienst. Schaltet unbedingt nächstes Mal wieder ein. Ciao zusammen. Tschüss miteinander.